Das Liechtensteiner Volksblatt ist heute zu Besuch im Proberaum der Balzner Mundartband Räs. Und zwar, um mit Olli, Ralf, Daniel und Marcel, den Bandmitgliedern, über den Balzner Dialekt zu sprechen. Vor mir steht nun Schlagzeuger Marcel Kaufmann. Marcel, was ist deiner Meinung nach das Spezielle, das Einzigartige und Außergewöhnliche am Balzner Dialekt? Für uns ist speziell eigentlich daran, dass wir recht viel A und S drin haben. Darum tönt es eigentlich gemütlich, aber ich finde es auch recht herzlich in dem Sinn. Die Leute sagen zu uns, wir sollen langsam reden, aber ich glaube, wir reden recht schnell. Aber den Leuten kommt es einfach so vor, wie wenn es langsam wäre. Es ist also nicht wahr, dass der Balzner Dialekt langsam ist, sondern er klingt lediglich langsam. Ja, richtig, da gibt er 100% recht. Hat sich der Balzner Dialekt deiner Meinung nach gut erhalten? Sprechen auch die jungen Menschen heute in Balzers noch einen Dialekt, den man als balznerisch bezeichnen könnte? Oder hat er sich im Gegenteil schon sehr mit den übrigen Mundarten in Liechtenstein vermischt? Ich denke, wir haben den Balzner Dialekt recht gut erhalten. Es gibt einige Originals Balzers noch, die so ein urchiger Balzner Dialekt sprechen, wo aber Senioren sind, 70, 80. Aber ich denke trotzdem, ganz viele Balzner, auch junge Balzner, reden immer noch einen sehr schönen, braten Balzner Dialekt. Und ich finde es toll, dass man das so beibehalten kann. Die Songs, die eure Band schreibt und singt und spielt, sind in balznerischem Dialekt gehalten. Warum ist das so? Warum habt ihr nicht zum Beispiel Englisch oder Hochdeutsch gewählt? Wir haben uns eigentlich für den Balzner Dialekt entschieden, weil man dort noch Gefühle ausdrücken kann. Da kann man wirklich ganz genau sagen, was wir meinen noch. Und es ist natürlich ideal schlussendlich auch, wie gesagt, dass du genau das ausdrücken kannst, was du sagen willst. Und du hast eine grosse Masse eigentlich auch an Wörtern, die du auswählen kannst, dass sich dann schlussendlich auch reimt. Kannst du mir zwei, drei typische Wörter, Begriffe nennen, die im Balzers verwendet werden? Ich denke, ein Klebschritt ist jetzt sicher irgendetwas, was nur zu Balzers gesehen wird. Typisch, wo wir auch etwas belächelt werden, ist sicher Etschmert, wo wir aber eigentlich auch stolz sein können, dass noch mehr Balzner das sagen. Bekannt ist jetzt durch ein Jugendtreff der Scharmotz waren. Wo ich auch einen schönen Ausdruck finde von einer Tüte, dass man Sorge geben sollte eigentlich zum Gegenstand, sei es ein Haus oder sei es eben eigentlich auch eine billige Papiertüte. Hast du in diesem Interview balznerisch geredet? Ich nehme es eigentlich an. Papa und Mama sind beides Balzner und ich habe es eigentlich so gelernt von meinen Eltern und ich traue eigentlich von mir fast behaupten, dass das noch für die Jungen eigentlich ein urchiger Dialekt ist.